Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pikmin. Beim letzten Mal haben wir das letzte Teil aus der Absturzstelle geborgen, dem wir ja schon angeteasert hatten, dass wir eigentlich in die ferne Quelle fliegen und das dann doch nicht gemacht haben. Aber heute machen wir es. Heute fliegen wir zu unserer neuen Karte in die ferne Quelle. Die ferne Quelle. Oh, da ist aber ganz viel Wasser. Hätte man bei Quelle auch vermuten können. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal einige blaue Pikmin. Ja, passt schon. Und gucken dann erst einmal auf die Map. Was haben wir denn hier so? Da ist schon mal ein Schiffsteil. Oh, das sieht nach Gebäuden sogar aus. Kann man irgendwie rauszoomen? Da oben ist auf jeden Fall auch was. Da ist auch was. Ich denke, wir werden jetzt erstmal zu dem da oben gehen. Aber das sah auch aus, könnte dann Monster durchaus sein. Leute, nicht einfach da ins Wasser fallen. Ich weiß, für euch macht das gar nicht so viel aus, aber... Da oben können wir hin. Okay. Das heißt, wir sollen hier drüber balancieren oder wie oder was? Könnte ich hier auch lang laufen und könnte ich werfen hier? Ich glaube, es ist trotzdem sinnvoller, das so zu machen. So, jetzt gehen wir da einmal hoch und dann probieren wir das da nochmal. Mal schauen, ob das klappt. Wenn nicht, müssen wir es noch anders machen. Dann müssen wir es hier tatsächlich raufwerfen. Oh, da sind noch einige, die sich leider doch nicht... Ach, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Gut, wie geht's denn hier wieder hoch? Wo kann ich denn hier wieder hoch? Also euch kann ich hochwerfen, ja, aber... Ah, hier geht's hoch, okay. Habe ich nur nicht gesehen, war zu klein. Oh, dieser Nunchuck ist auch nicht das allerpräziseste Steuerungselement gefühlt. Nein, nicht darunter fallen, nicht einfach darunter fallen, Leute. Okay, das wird mal so gar... Wie soll ich das denn machen eigentlich? Ich meine, wir sehen dieses Teil ja, aber... Eigentlich müssten wir hier drauf, ne? Okay, wir gehen erst zu einem anderen Teil. Das ist gerade irgendwie nicht so einfach. Dann gucken wir mal tatsächlich erstmal dort lang. Erstmal müssen wir mal gucken, dass wir hier nochmal möglichst viele erwischen. Gucken mal eben nach vorne. Oh, das sieht wieder nach bösen Monsterviechern aus. Wo musste ich jetzt hin? Die muss ich mich jetzt rechts halten. Da ist aber auch nochmal ein Teil. Wir gucken mal auf das Teil. Da sind schon mal Brücken. Ich glaube, Brücken wären ganz gut erstmal zu machen. Oder sonst kriegen wir das Ding, glaube ich, auch gar nicht zurück. Warum steht ihr denn da jetzt vorne drauf? Hallo. Also möglichst viele, damit die erstmal möglichst viel hier machen. Ach Gott. Ich wollte doch nur die da oben erwischen. Also manchmal ist diese Steuerung einfach ein bisschen sehr unpräzise. Macht mal schnell weiter. Ihr kriegt den Rest schon selber hin. Was haben wir hier? Oh. 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 Verfolgt ihr mich jetzt dauerhaft? Bitte nicht. Aber es hilft uns sowieso nicht viel, weil wir müssen den eh besiegen. Das ist alles nicht so geil hier. Also das ist der Weg zu dem Stern, ja. Da hinten wäre auch nochmal ein Stern.
Wie gesagt, das ist eigentlich... Nee, das war der, wo wir vorhin geguckt haben. Das ist so ein bisschen schwer für mich, da ranzukommen. Hier ist aber auch nochmal ein Stern. Den gucken wir uns zumindest mal eben an. Die Kamera ist auch wieder bombastisch hier. Da sind so Schneckenviecher. Weg hier. Vom Frosch weg. Hier ist es aber auch echt keine schöne Gegend. Warte, schaffen wir den Frosch? Wir probieren jetzt mal den Frosch. Das ist aber auch noch ein anderer Frosch. Tötet ihn doch jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt da durchkommen. Ich habe den Gluon-Antrieb gefunden. Durch die quarksbindende metaphysische Eigenschaft von Gluon kann dieses Gerät nun... ich verstehe nur eins, es war sehr teuer. Da müssen wir es auch wieder einbauen. Erstmal hier die Schaben kaputt machen. Oder die Käfer. Pikmin die Beute tragen. Was? Ja, ist okay. Wir können nicht zur Zwiebel mit den Sachen. Aber das war mir auch klar eigentlich. Wir sollten ja deshalb hier aufbohren. So, mach das mal. Mal währenddessen hier weiter. Oh, jetzt bin ich unter der Brücke. So. Wir haben es irgendwie auf jeden Fall geschafft, hier durchzukommen. Trotz Fliegeviech. Quatsch, dass ich die rausziehe, weil ich kann viel besser immer die aus der Zwiebel ausladen. Das kostet mich immer viel zu viel Zeit, dass ich das mache. Gut, wir gehen aber jetzt nochmal einmal zurück. Die Viech ignorieren wir. So, und uns jetzt nochmal an diesem Frosch hier. Das ist eigentlich eine scheiß Stelle für uns hier. Kann er nicht mehr hier rausspringen? Danke. Wir haben einfach ein bisschen wenig Pikmin hier gerade dabei. Uah. Uah. Machen wir gerade noch ein paar mehr Pikmin. Wir müssen hier mal eben das Feld clearen. Kommt jetzt mal Pikmin. Müsst ihr mal euren Brüdern helfen. Ich hab ihn immer noch nicht getötet. Hallo! Könnt ihr jetzt mal töten? So. Wo geht's denn jetzt hier nochmal lang? Ich habe schon wieder die Karte ein bisschen. So ging's. Oh, irgendwas ist gerade mit meiner Remote komisch. Die bewegt sich komisch. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo war denn jetzt hier?
Da müssten wir hin. So, jetzt müssen wir mal eben hier das Ganze abschließen. Das ist ja noch einer. Ich dachte, die wären jetzt fertig. Wie viel Zeit haben wir nämlich eigentlich nicht? Noch einmal kurz hier hin. Okay. So. Guck mal her jetzt. 22. Reicht nicht. Das reicht nicht. Haben wir noch irgendwo welche? Dieses Viech einfach direkt bei uns an der Stelle hier ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben auch hier alle schon genommen. So. Wo geht das Fliegeviech? Ob das so gut ist, dass wir das immer ignorieren, weiß ich noch nicht. Aber da werden wir uns beim nächsten Mal drum kümmern. Heute versuchen wir nochmal einmal hier Schiffteile zu bekommen. Kommt die jetzt mal? Ja. Sollte ihm auch noch eben helfen. Da geht's ein bisschen schneller. So, dann hoffen wir mal, dass die da durchkommen. Wo lauft ihr denn lang eigentlich? Könnt ihr das ein bisschen anders schicken? Okay, dann würde ich mal kurz sagen, lassen wir das Stückchen da erstmal liegen. Kannst du mal bitte weg von uns gehen hier? So, dann holen wir uns mal die unwichtigeren. Wir hätten ein bisschen warten müssen noch. Und kümmern uns jetzt mal um das Viech. Den roten. Warum haben wir so viele blaue jetzt noch? Ich wollte die doch abgeben. Warum hat das nicht geklappt? Ich weiß nicht, wie das Flugding, ob ich das ausschalten möchte. Wir probieren es jetzt einfach mal. Jetzt sind die beide aufgewacht. Das ist ja schon mal ganz geil. Hebt die auf.
Kommt schnell! Es wäre gut, wenn wir die alle noch kriegen würden. Das sieht gut aus. Aber wir haben schon wieder keinen Teil bekommen. Wir haben zwar eins relativ weit hier auf den Weg gebracht. Aber mehr halt leider auch nicht. Wieder nicht so richtig weit gekommen. Das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Weil so langsam laufen uns die Tage davon. Irgendwo war wohl noch was Blaues. Irgendwo waren wohl noch blaue Pikmin übrig. Wieder kein Schiffsteil. 15 Tage seit Absturz. Viele Teile meines Schiffes sind hier verstreut. Wenn meine Berechnungen stimmen, sollte ich in der Lage sein, alle fehlenden Teile zu finden. Nun, nicht alle. Der Verbleib einiger Teile bleibt unglücklicherweise weiter ungeklärt. Ich muss 16 weitere Teile finden, um die Reichweite des Dolphins zu erhöhen. 17. Achso, um die Reichweite zu erhöhen. Ja, aber dann sind wir ja quasi fertig, oder? Gibt's da noch was? Ich weiß es nicht. Das werden wir rausfinden. Aber noch nicht beim nächsten Mal. Das war's jetzt erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir hoffentlich endlich Fortschritte wieder machen im Finden von weiteren Schiffsteilen. Hier oben rechts könnt ihr die Folge klicken und rechts den Aspekt von mir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.